Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch wieder. Sag mal zu dir selbst, der Herr ist so gut. Und ich bin voller Freude. Ich bin voller Freude, weil ich seinem Wort glaube, weil ich weiß, Gott hat einen guten Plan für mich und auch einen guten Zeitplan. Und weil ich weiß, dass die Freude meine Power ist, meine Stärke, meine Kraft, hier auf der Erde die Dinge tun zu können, die zu tun sind. Und dass meine Freude nicht abhängig ist von Umständen, von irgendwelchen Komischkeiten da draußen in der komischen, finsteren, gefallenen Welt oder im eigenen Leben oder im Umfeld. Unsere Freude ist unabhängig von Ereignissen, unabhängig von Umständen, unabhängig von Schwierigkeiten, unabhängig von Herausforderungen. Weil es ist ja die Freude Gottes in uns, die uns diese Power gibt. Aber es liegt an uns, uns auf diese zu fokussieren, unser Bewusstsein immer darauf zu lenken. Gottes Liebe. Seine Treue, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Liebe. Uns dessen immer bewusst zu sein, das ist der gute Kampf des Glaubens. Und das ist das, was uns auch hilft, die Freude zu bewahren, egal wie turbulent es um uns herum sein mag. Ich möchte heute noch mal mit euch zum Jakobusbrief gehen, weil freut euch allezeit, sagt ja auch der Herr mehrmals, allezeit, nochmals sage ich euch allezeit. Und Karl hat uns da auch immer sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne daran ermahnt, weil wir freuen uns ganz leicht und es fällt uns super gut, einfach, leicht. Wenn alles toll ist, wenn alles so läuft, wie wir es uns wünschen, wie wir es uns planen, wie wir es uns so ausdenken. Aber wenn dann plötzlich irgendwas anders kommt oder etwas geschieht, was wir absolut nicht einordnen können und auch nicht verstehen können oder auch, ja, nicht nachvollziehen können und auch nicht damit gerechnet haben, es nicht planen können, es geschehen immer Dinge in dieser Welt, im eigenen Leben, die wir einfach nicht beeinflussen können. Aber es liegt immer an jedem Einzelnen selbst, wie wir darauf reagieren. Und du kennst sicher auch diese Situationen, wie schnell dann auch wieder Zweifel kommen, wie schnell dann komische Gedanken kommen. Und dann gilt es wirklich sofort wieder in die Gegenwart Gottes zu gehen. Weil wenn Zweifel kommen, bist du raus aus der Gegenwart Gottes, dann ist dein Fokus weg. Dann gibst du der Finsternis wieder Raum. Deshalb sofort einfach das Wort Gottes denken und laut sprechen. Und im Jakobusbrief, Kapitel 1 sagt er uns, was wir tun sollen. Weil das ist das Wichtigste auch, was wir jetzt brauchen für unser Stehvermögen auch, für unseren Glauben, für unsere Hoffnung. Diese Weisheit, die Weisheit Gottes. Und dass wir nicht zweifeln. Sag mal zu dir selbst, ich zweifle nicht. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wie oft hat uns das Paulus mitgegeben in seinen Briefen? Das ist der gute Kampf des Glaubens. Jakobus 1, Vers 2. Seid voll Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ich lese jetzt wieder aus der katholischen Einheitsübersetzung und für Versuchungen kannst du auch einsetzen. Seid voll Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, in mancherlei Herausforderungen, Schwierigkeiten, Komischkeiten, alles, was halt dich ja aus der Bahn zu werfen droht, seid
voll Freude. Vers 3. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber soll zu einem vollendeten Werk führen. Denn so werdet ihr vollendet und untadelig sein. Es wird euch nichts mehr fehlen. Und Vers 5. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. Amen. Vers 6. Wer bittet, soll aber voll Glauben bitten und nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, ist wie eine Welle, die vom Wind im Meer hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch bildet sich nicht ein, dass er vom Herrn etwas erhalten wird. Er ist ein Mann mit zwei Seelen, unbeständig auf all seinen Wegen. Zweifel verwirren uns, Zweifel bringen uns durcheinander. Deshalb einfach voller Freude bleiben und den Herrn bitten um Weisheit. Und das wünsche ich euch für das Wochenende, dass ihr vielleicht auch den Jakobusbrief nochmal lest, Kapitel 1, Vers 2 bis 8. Und dann bitte Gott um Weisheit. Und dass er dir die Freude bewahrt, dass du wirklich immer mehr erkennst, wie schnell du mit Gottes Wort auch wieder in die Gegenwart Gottes kommst. Und dass du seine Liebe spürst, seine Gegenwart spürst und dass du wächst im Gottvertrauen, dass du wächst im Stehvermögen, egal wie turbulent und die Stürme des Lebens toben. Voller Freude bleiben und den Herrn bitten um Weisheit. Und ich danke dir, Vater, für ein wunderbares Wochenende, was du uns jetzt schenkst und dass du uns alle stärkst mit im und durch das Wort Gottes. Ein wunderbares, gesegnetes Wochenende. In Jesu Namen.